Du möchtest dich nebenberuflich selbstständig machen. Entweder weil du als Angestellter dir ein zweites Standbein aufbauen möchtest oder weil du vielleicht gerade in Elternzeit bist und von zu Hause aus dein Business starten möchtest. Dann zeige ich dir in 7 Schritten, wie du dein Geschäft nebenberuflich startest. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht nur Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung und Finanzierung und Geschäftsentwicklung, sondern habe auch vor über 20 Jahren zunächst im Nebenerwerb begonnen, also nebenberuflich meine Selbstständigkeit aufgebaut. Und daher kann ich dir heute aus der Praxis für die Praxis zeigen, worauf es ankommt, was die 7 wichtigsten Schritte sind, damit du dich heute oder vielleicht morgen nebenberuflich selbstständig machen kannst. Kommen wir zum ersten Punkt. Was ist genau ein Nebenerwerb oder eine nebenberufliche Selbstständigkeit? In der Regel ist es so, dass es dem Finanzamt oder dem Bewerberamt völlig egal ist, was du anmeldest, aber dem Arbeitgeber nicht und dem Arbeitsamt auch nicht. Denn wenn du in deinen Arbeitsvertrag reinguckst als Angestellter, dann steht da drin, dass es zwar zulässig ist, dass du dich im Nebenerwerb selbstständig machen kannst, aber nicht mehr als vielleicht 8 oder 10 oder 12 Stunden. Und der zweite Grund, weshalb du dich nebenberuflich anmelden solltest, ist, wenn du später beim Arbeitsamt Gründungszuschuss haben willst, dann kannst du das nur machen, wenn du eine Selbstständigkeit vorher hattest, aber nur im Nebenerwerb. Und das Merkmal, was Nebenerwerb vom Haupterwerb unterscheidet, das sind die Anzahl der Arbeitsstunden pro Woche. Es sollten also nicht mehr als 15 Stunden pro Woche in deiner Tätigkeit und Arbeit anfallen. Der zweite wichtige Punkt, was du bei deiner nebenberuflichen Selbstständigkeit beachten solltest, ist die Kommunikation mit dem Arbeitgeber. Denn wenn du einen Angestelltenvertrag hast, dann wird mit Sicherheit auch geregelt, ob du einen Nebenjob oder einen Nebenerwerb begründen darfst. Und in der Regel ist es so, dass du vorher einen Antrag stellen musst auf Genehmigung. Machst du das nicht und das kommt später raus, dann kann es sein, dass sich dein Arbeitgeber dann fristlos entlassen kann. Der dritte Punkt, der für dich relevant ist, ist der Punkt der Anmeldung. Denn wenn du deine Tätigkeit startest und spätestens dann, wenn du Rechnung stellen willst, dann brauchst du vom Finanzamt deine Steuernummer. Wenn du nur Freiberufler bist, das heißt einer dieser sogenannten Listenberufe oder kreativen Berufe hast, dann reicht in der Regel die Anmeldung beim Finanzamt. Du kriegst deine Steuernummer, die packst du auf deine Rechnung und schon bist du geschäftsfähig. Hast du allerdings einen Gewerbebetrieb, also handelst du oder produzierst du, dann musst du dich zusätzlich noch beim Gewerbeamt anmelden und das müssen Kapitalgesellschaften, UGs oder GmbHs sowieso. Wenn du allerdings ein Handwerk anmeldest, dann gilt es für dich zusätzlich noch zur Handwerkskammer zu gehen und dort eine Anmeldung zu verrichten. Beim vierten Punkt geht es darum, dass du entweder Genehmigung oder Zulassung brauchst und das gilt für alle drei Anmeldeform. Also sowohl im Gewerbe, wenn du mit Sprengstoff handelst, kann es sein, dass du dazu eine Genehmigung brauchst. Wenn du als Arzt, als Freiberufler arbeitest oder als Rechtsanwalt, nun, dann musst du auch zugelassen werden und die Zulassungsvoraussetzungen erfüllen, um dann bei der Rechtsanwaltskammer oder bei der Ärztekammer eine Anmeldung vorzuweisen. Und auch beim Handwerk kann es sein, dass von dir ein Meisterbrief erfordert wird. Das heißt, je nachdem, was du vorhast in deiner Anmeldung, google einfach, ob es da Genehmigungsvoraussetzungen oder Zulassungsvoraussetzungen gibt und die bringst du einfach mit, wenn du dann diese Anmeldung tätigst beim Gewerbeamt, beim Finanzamt oder bei der Handwerkskammer. Beim fünften Punkt geht es darum, dass du deine zusätzlichen Einkommensströme auch melden musst bei den Krankenkassen, Krankenversicherern. Denn deine normalen Krankenkassenbezüge und Meldungen, das übernimmt dein Arbeitgeber direkt. Und zunächst einmal weiß die Krankenkasse nicht, dass du mehr Einkommen noch erzielt hast, zusätzlich zu dem Einkommen aus Angestellten-Tätigkeit. Die Herausforderung ist, es kommt irgendwann raus, denn die Behörden sind alle und die Versicherer untereinander verknüpft. Das heißt, eines Tages musst du dann rückwirkend dann 100, 500, 1000, 2000 Euro nachzahlen. Das bedeutet also, dass du deine zusätzlichen Meldungen vor deinem Nebenerwerb, die Gewinne dann auch noch meldest, an deine Krankenkasse. Und da gibt es eine Erhöhung deiner Krankenkassenbeiträge, die du dann zusätzlich entrichten musst. Das Gleiche gilt natürlich auch für Studenten, die im Nebenerwerb tätig sind. Also mach dich hier sachkundig, wie hoch dann bei einem Einkommen, das du erwartest, auch die entsprechenden Zusatzzahlungen sind und die legst du monatlich einfach beiseite, sodass du nicht überrascht wirst. Kommen wir nun zum sechsten Punkt, da geht es um die Steuern. Und die gute Nachricht ist, allzu viel verändert sich dort erstmal nicht. Denn die Einkommensteuer, die bezahlst du sowieso vorher schon als Angestellter in Form deiner Lohnsteuer. Und nun wird sich dein Einkommen noch erhöhen, um die Einkünfte aus deinem Nebenerwerb, aus deiner nebenberuflichen Selbstständigkeit. Wenn du allerdings den Gewinn übersteigen solltest von 24.500 Euro, also nicht Umsatz, sondern tatsächlicher Gewinn, dann kommt auf dich noch die Gewerbesteuer zu. Denn als Einzelunternehmer hast du einen Freibetrag. Der Freibetrag beträgt 24.500 Euro und dann erst kommt die Gewerbesteuer.
Die Umsatzsteuer. Nun, da werde ich im nächsten Punkt drauf eingehen, welche Option du da hast. Und die letzte Steuer, die Körperschaftssteuer, die wird nur fällig, wenn du eine UG, eine GmbH, also eine Kapitalgesellschaft, anmeldest. Die letzte Steuer, die auch den meisten Neugründern Probleme macht, weil sie völlig neu auf der einen Seite ist und auf der anderen Seite monatlich gemeldet werden muss, wenn man ihr unterliegt und meldepflichtig ist. Wir sprechen hier von der Umsatzsteuer. Die zahlst du sowieso jeden Tag als Privatverbraucher, denn in allen Produkten, auch in Lebensmitteln, die du kaufst, ist diese Umsatzsteuer enthalten. Die heißt ja für dich dann Mehrwertsteuer. Nur als Selbstständiger hast du die Möglichkeit, auf der einen Seite diese zurückzubekommen für alle Ausgaben, die du hattest, also wenn du einen Laptop kaufst oder wenn du Büromaterial kaufst und da sind 19% Umsatzsteuer enthalten, dann kannst du dir diese vom Finanzamt erstatten lassen. Wenn du dich allerdings dafür entscheidest, dann bedeutet es auch, dass du auf deine Leistung, auf deine Produkte auch eine entsprechende Umsatzsteuer aufschlagen musst, die 19%. Und diese Steuern, die du dann einnimmst und die du dir erstatten lassen willst, das reicht dann nicht mehr aus am Anfang, dass du das jährlich machst, sondern am Anfang bist du monatlich meldepflichtig. Das heißt, bis zum 10. des nächsten Monats musst du dem Finanzamt mitteilen, ob du was zurückbekommst oder ob du zahlungspflichtig bist. Und das bedeutet 12-mal im Jahr einen zusätzlichen Aufwand. Und wenn du diesen nicht haben möchtest, weil deine Umsätze vielleicht geringer sind als 22.000 Euro im Jahr, dann kannst du optieren auf die Kleinunternehmerregelung nach § 19 Umsatzsteuergesetz. Das bedeutet, auf der einen Seite bist du nicht verpflichtet, auf deine Leistung Umsatzsteuer raufzuzahlen. Das heißt, du verkaufst deine Produkte und Leistungen nur netto. Auf der anderen Seite kriegst du aber auch das Geld nicht zurück, wenn du entsprechende Anschaffungen machst, wie in Laptop, PC oder Büromaterialien. Das heißt, die Rückerstattung der Vorsteuer auf deine Investitionen, nun, die sind dann auch erstmal passé. Warum macht das Finanzamt das zum Abschluss? Denn du bist bis 22.000 Euro noch ein relativ kleines Licht und auch das Finanzamt hat erstmal Arbeit durch dich. Und deshalb wurde diese Grenze angehoben von ehemals 17.500 Euro Umsatz pro Jahr auf 22.000 Euro. Und du meldest das einmal beim Finanzamt so an, dass du optierst. Und das Zweite ist, auf all deine Belege, auf deine Rechnung schreibst du rauf, befreit nach der Umsatzsteuer nach § 19 Umsatzsteuergesetz. Zusammengefasst ist es gar nicht aufwendig, nebenberuflich sich selbstständig zu machen. Diese Dinge kannst du vielleicht in 7 bis 10 Stunden erledigt haben. Und auch die Kosten sind beim Finanzamt 0 Euro und beim Gewerbeamt vielleicht 20 bis 30 Euro und bei der Handwerkskammer irgendwas zwischen 50 und 200 Euro. Also auch die Kosten hier sind deutlich niedriger als 1.000 Euro. Wenn du dabei Hilfe brauchst, dich erfolgreich selbstständig zu machen, vielleicht auch einen Finanzplan abzubilden, zu erstellen, der überhaupt aufzeigt, ob das, was du vorhast, lukrativ ist, ob das Sinn macht, oder wenn du einen Businessplan brauchst, um Fördermittel dafür zu beantragen, denn das kannst du im Nebenerwerb auch. Du kriegst bis 100.000 Euro Fördermittel auch für deine Gründung in der Nebenberuflichkeit als selbstständiger Unternehmer. Wenn du hier Unterstützung brauchst, dann kannst du gerne einen Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Wir haben über 40 Berater, die dir bundesweit dabei helfen, deine Ziele zu erreichen. Gerne kannst du jetzt Daumen hoch machen beim Video, unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Und ich wünsche dir viel Erfolg bei deiner nebenberuflichen Selbstständigkeit. Vielen Dank, dass du unser Video zu Ende geschaut hast. Und gerne kannst du unseren Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Den Termin kannst du vereinbaren, entweder über unsere Webseite oder über unsere Hotline. Dann kannst du auf über 40 Experten von uns zurückgreifen, die bundesweit beraten und weil wir zertifiziert sind, kriegst du die Beratung auch noch bezuschusst und zwar von 50 bis 100%. Jetzt kannst du unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.